Aktuell ist das Thema Krisenvorbereitung im Zusammenhang mit Stromausfall in aller Munde und das finde ich großartig, denn umso mehr Menschen in eine Bereitschaft kommen und sich selbst zumindest eine Zeit lang durchbringen können, umso besser sollte es tatsächlich zu einem Stromausfall kommen. Aber es gibt ein kleines Missverständnis im Zusammenhang mit diesen, ich sage jetzt mal, Survival-Notnahrungen, Camping-Nahrungen, Outdoor-Nahrungen, die aktuell bei uns in wirklich großen Mengen gekauft werden. Und zwar dieses Missverständnis entsteht bei der Vorratshaltung. Denn wenn du einen Vorrat daheim aufbauen willst, solltest du eher zu solchen Dingen hier greifen. Und wenn du wissen willst, was ich damit meine und warum das für dich vielleicht wichtig ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Diese Teile hier habe ich schon vor einiger Zeit vorgestellt, Convar, ja, gibt es in drei unterschiedlichen Geschmackssorten. Meiner Meinung nach Cappuccino einfach das Beste, aber das soll nicht der Punkt hier sein. Oben beim i-Klicken oder unterhalb von dem Video irgendwo findest du den Review, also wo ich beschreibe, wie das genau funktioniert. Genauso wie Tactical Foodpack, genauso auch unterhalb von dem Video klicken, kriegst du auch alle Informationen. Und in der letzten Zeit kaufen die Leute wie verrückt, nicht die Leute, wer sind die Leute, aber sehr viele Leute kaufen diese Dinge wie verrückt ein. Und das Video mache ich aus dem Grund, weil ich mit einem unserer Kunden telefoniert habe, der wirklich sehr viel gekauft hat und ich wollte einfach wissen, was tust du damit? Und habe angerufen und gefragt, was ist, und hat sich auch sehr gefreut, was, der René Rossmann ruft mich persönlich an. Leute, ich bin nur irgendein Eierbär, das ist überhaupt kein Thema, bitte. Puh. Auf jeden Fall, er sagt mir, er legt sich das zu Hause als Krisenvorrat an. Und ich sage, was sind denn Mengen? Ja, sage ich, du, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich meine, du kannst mir einen ganzen Shop dreimal kaufen. Ich beliefere nur dich, wenn du magst. Ich meine, ich muss auch wovon leben. Ne? Das ist ganz klar. Meine Kinder wollen auch nicht hungern. Aber ist es wirklich gescheit? Wäre es nicht gescheiter, wenn du das als Krisenvorrat daheim haben willst, wäre es nicht gescheiter, klassische Vorratshaltung zu nehmen? Sag dir mal, ja, ich habe ein Video von dir gesehen und da sagst du, Nudeln lutschen ist nicht lustig. Und da hast du natürlich recht. Nur, wenn ich daheim bin, Blackout, da habe ich einen Notkocher, da kann ich mir vielleicht Wasser warm machen. Und selbst wenn das nicht geht, Backerbsen zum Beispiel, die kann ich auch so futtern, Konserven. Und ob du jetzt auf Fleisch stehst, auf Gemüse, auf Obst, vollkommen egal, kann ich auch kalt essen. Also, für die Vorratshaltung daheim nimmst du dir die Dinge, warum? Weil die billiger sind. Und Reis wird halt immer wieder mal verarbeitet, Nudeln werden immer wieder mal verarbeitet, die Backerbsen etc., was es da alles gibt, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber das soll der Hauptteil deiner Vorbereitung daheim sein, was Nahrung betrifft. Und ein bisschen was, das hier. Ein bisschen was. Weil, wofür ist das überhaupt gemacht und erdacht? Für unterwegs, für Krisennahrung unterwegs. Ein Teil habe ich daheim, ist überhaupt keine Frage, ist gut. Aber eigentlich ist das für unterwegs gedacht. Schauen wir uns einmal dieses Tactical Foodpack hier an. Das hat, wenn es wahr ist, ich gehe davon aus, dass das alles stimmt, ein Estland oder Lettland, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, Estonia, ich glaube, dass das Estland ist, ein Soldat der Special Forces, ein ehemaliger Soldat der Special Forces, kreiert und rausgebracht, weil er gesagt hat, das Fressen unter Anführungszeichen, was sie immer bei der Armee gekriegt haben, das war fürchterlich und grausig. Und er hat mir ohne Zusatzstoffe, wirklich, das ist wirklich gut, zum Beispiel das hier, ich mag das extrem gern, aber da gibt es Frühstück mit dem hier, ist jetzt schon wieder billige Eigenwerbung, gell, aber ist alles gut. Aber für draußen, fürs Feld, ganz leicht, ganz kompakt, ganz klein, auch sehr lange haltbar, überhaupt kein Thema, heißes Wasser rein und du bist dabei und es geht sogar mit kaltem Wasser, schmeckt halt dann einfach nicht mehr so cool, aber das geht. Und ich habe in einem Video das hier eingegraben. Spaßeshalber. Hier auf Waldurlaub.de, da darf ich das. Ich wollte, und das habe ich auch in dem Video gesagt, niemanden animieren, in irgendeinem fremden Wald irgendwas einzugraben. Das ist ganz klar, sondern es geht einfach darum, ich bin ein ganz schlechter Soldat, ich eigne mich dafür überhaupt nicht. Ich bin auch kein Special Forces und überhaupt nicht. Der Punkt ist, dass ich von denen aber lerne. Denn das sind keine Trotteln, nicht. Ganz im Gegenteil, deren Leben und deren Arbeit hängt davon ab, dass sie die Dinge richtig tun. Die müssen das, was sie tun, wirklich gut kennen. Und können.
Und ich habe mir sagen lassen, dass besonders früher, als es in Österreich noch die Raumverteidigung gab und Jagdkampf, das ist jetzt ein Detail, es gab nämlich, dass man sagt, okay, Warschauer Pakt oder die NATO marschieren durch uns durch, weil sie sich gegenseitig angreifen wollen und wir verteidigen unseren Raum aus dem Hinterhalt in einer Art Guerillataktik. Das bedeutet, hier mussten diese Jagdkampfeinheiten, ich will nicht zu militärisch werden, ich kenne mich damit auch nicht wirklich aus, so wie das geht und so, oder? Aber von der Versorgung her, ihre Fixpunkte, wo sie ihre Versorgung, Waffen, Ausrüstung und auch Nahrung zur Verfügung hatten. Das bedeutet, im Wald eingraben, fertig. Und das wollte ich simulieren damit, einfach ausprobieren. Und wir werden das Technical Footback am YouTube-Kanal auch wieder ausgraben in der nächsten Zeit. Ich bin mir sicher, dass das funktioniert hat. Aber das ist das Einsatzgebiet. Und vielleicht noch einen kleinen Punkt dazu. Ich habe früher in Wien gearbeitet. Und das ist ungefähr 100 Kilometer von, 70 bis 100 Kilometer, kommt ganz drauf an, von meiner Familie, da wo meine Familie lebt, entfernt. Und ich habe dort eine Zeit lang gewohnt, aber nur ganz kurz, das habe ich überhaupt nicht ausgehalten, so testweise. Und dann bin ich jeden Tag hin und her gependelt, viele Jahre. Mit dem Zug. Und ich habe mir gedacht, wenn es einen Stromausfall gibt und der Zug nicht mehr geht, und das ist tatsächlich auch so, wie komme ich denn nach Hause? Was tue ich in der Innenstadt? Was tue ich dort? Ja, das ist nichts betont. Bäh. Und habe mir eine Route gelegt. Und ich war damals noch nicht so korpulent wie heute, aber trotzdem hätte ich da 4-5 Tage einplanen müssen. Denn kannst du nicht sagen, ich gehe einfach marschieren. Muss man ja, musst du bedenken, vielleicht gibt es da irgendwelche Sperren, Aufruhr oder sonst irgendetwas. Da brauche ich Nahrung. Und ich kann und ich konnte nicht einen kompletten Vorrat sozusagen im Büro halten und ja auch nicht jeden Tag mit dem Bug-Out-Bag herumlaufen. Auch das sind ja solche Dinge, wenn man über Bug-Out-Bag und ein Never-Come-Home-Bag und bla 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 und Go-Bag und all das spricht. Habe ich auch einmal ein Video gemacht auf YouTube. Das ist ja nicht realistisch, das hast du ja nicht immer dabei. Es gibt vielleicht Ausnahmen, es gibt vielleicht Leute, die das schaffen, aber das ist keine One-Size-Fits-All-Lösung, Punkt. Das heißt, ich habe mir hier überlegt, an speziellen Punkten, an neuralgischen Punkten, mir gewisse Vorteile zu verschaffen. Ich glaube, ich habe es jetzt gesagt. War nicht das Produkt, das gab es damals noch nicht. Und dafür ist das da. Weil das ist daheim. Und das ist für unterwegs. Und auch das ist für unterwegs. Bei dem kann man noch sagen, lange Haltbarkeit. Weil das ist eine Fire-and-Forget-Lösung, da kann ich sagen, okay, bei den Convoy ist das was anderes, das zum Beispiel bis 2040 und wahrscheinlich noch viel länger. Die kann ich mir daheim hinlegen, die passen überall irgendwo so ein bisschen rein, die kann man auch in irgendwelche Nischen reingeben, nicht weil ich es verstecken will von den Nachbarn, sondern weil man halt in einer Stadtwohnung nicht Platz hat ohne Ende. Auch okay. Das sage ich noch, ist okay. Aber das hier, das ist nichts, was ich mal in großen Mengen daheim hinlegen würde. Ein bisschen, ja, aber da kann ich mal von Maggi und Knorr und wie sie alle heißen, will keine Werbung für die machen. Für die mache ich auch keine Werbung, sondern ich mache nur Werbung für meine eigenen Produkte in meinem Shop. Gebe ich da unten den Link. Aber kann ich mir auch hinlegen und da komme ich auch ungefähr dorthin. Bei dem ist das noch was anderes. Aber auch da ist es eigentlich gedacht, dass ich mit diesen 120 Gramm meine 500-600 Kalorien zusammenbringe. Sehr klein, sehr kompakt, hohe Energiedichte, brauche wenig Wasser, brauche ein bisschen Wasser dazu zum Nachtrinken, aber ich brauche nichts zum Kochen, das meinte ich damit. Super Sache, auch für unterwegs, kann man reinstecken und mitnehmen, super. Und dieses Missverständnis will ich ganz einfach aufklären. Liebe Leute, ich habe ja nichts dagegen, wenn ihr meinen Shop leer kauft. Das ist super, macht's das. Das ist super. Ich muss auch meine Kinder ernähren, ne? Nur, wenn du dir einen Vorrat daheim anlegen willst und sagst, Geld spielt keine Rolle, dann ist ja das schön. Aber dann kauft er trotzdem die Teile hier und halt ein bisschen mehr, damit du vielleicht deine Nachbarn und andere Leute, die dich jetzt noch als Spinner ansehen, weil Stromausfall, so ein Blödsinn, wer braucht sowas? Da kommt dann die Rettung und die Feuerwehr und die Polizei und richtet das. Der Staat wird schon kommen und wird das für mich richten. Genau, ja. Also da habe ich auch einmal, das ist auch vor langer Zeit, da habe ich mal so ein Interview unter Anführungszeichen geführt, das will mir nicht wichtig machen. Na, die haben mich gefragt, Krisenvorbereitung, und da habe ich gesagt, und das sehe ich noch immer so,
Krisenvorbereitung beginnt dort, wo ich akzeptiere, dass mir der Staat nicht in jeder Situation helfen kann. Nicht, weil er nicht will und sagt, so einem dicken, glatzköpfigen, borderten Österreicher helfe ich nicht. Nein, nein, sondern es geht einfach nicht, weil so viel, ein Großschadensereignis einfach so komplex ist und so viele Ressourcen bräuchte, die der Staat, die Institutionen, die Rettungsorganisationen einfach nicht haben. Und das ist mein Job. Und daher, da schaue ich, dass ich daheim so Dinge habe, damit wir alle miteinander halbwegs durchkommen. Und leg da einen kleinen Vorrat von dem an, weil das kannst auch mitnehmen und einstecken. Und leg dir auch, wenn du magst, ein bisschen einen Vorrat an, aber das soll nicht die Primärnahrung sein, sondern Ergänzung und für unterwegs. Und das wollte ich in diesem Video ganz einfach kurz einmal sagen. Ja, ich weiß eh, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust, natürlich nur sinnbildlich. Einerseits der Kaufmann, der sagt, kauf, kauf, kauf. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist ein Blödsinn, ja, das bringt's nicht. Und als Trainer sozusagen sage ich dir, macht's das nicht, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist alles klar. Wenn du Fragen hast, stell sie gern. Es kommen sehr, sehr viele Leute, die jetzt bei uns beim Krisen-Newsletter bei der Oma-Liste mit dabei sind, wo wir jetzt über Stadtwohnungen und Blackout und solche Dinge sprechen. Also wenn dich das interessiert, dann komm auch bei der Oma-Liste vorbei, das lohnt sich auch. Da gibt es immer wieder neue Inputs und auch Videos für dich. Ich sage auf jeden Fall, don't be scared, be prepared. Sorge dich nicht, sondern sei vorbereitet. Und das ist auch billige Eigenwerbung, die Bundle gibt es natürlich auch bei uns im Shop, entweder in Englisch oder in Deutsch, wie es da halt lieber ist. Jetzt habe ich die englische Version und zwar englisches Sprichwort. Wenn es richtig ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, prepare the oder the umbrella before it rains. Ja, englisches Sprichwort. Das heißt, besorgt den Regenschirm, bevor es ins Regnen anfängt. Und genau das soll das Motto sein. Besser vorbereitet, als dann nachher weinen und sagen, das ist alles so gemein. Daumen nach oben oder nach unten, ganz viel Max. Kommentar schreiben, Shop schauen, billige Eigenwerbung, so wie immer. Deiner Rainer Rossmann, hoffentlich brauchen wir das Zeug nie. Bis bald und ciao, ciao.